Hallo meine Lieben, heute habe ich ein Video für euch, wo ich euch zeigen will, wie ihr ein Schild wie an die Tür machen könnt und zwar nicht aus Holz, sondern mit einem Stickrahmen und ein bisschen Stoff und Flexfolie. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Für das heutige Projekt habe ich hier so einen Leinenstoff, einen etwas dickeren. Dann habe ich hier einen Stickrahmen. Ich habe auch schon was ausgeplottet. Das ist die Hello Austin Schrift. Wie immer dran denken, dass ihr das Kerning, respektive den Abstand zwischen den Buchstaben anpasst, damit es schön zusammenpasst und das Ganze verschweißt. Und weiß Flexfolie ist natürlich auch spiegeln, bevor ihr das ausplottet. Und dann habe ich hier noch zwei Bänder, weil ich will oben eine Schlaufe dran machen. Das ist jetzt ein relativ kleiner Rahmen. Ihr könnt dann natürlich dementsprechend auch größer gehen. Ich habe es fürs Vorbereiten, Schriftzug, habe ich einfach geguckt, wie breit ist dieser innere Rahmen. Und dann geguckt, dass der Schriftzug nicht größer ist, damit der hier dann auch auf Platz hat. So. Jetzt, was ihr als Vorbereitung machen könnt, ist erstmal den Rahmen hier drauf machen, damit ihr so ein bisschen seht, wo ihr den Schriftzug platzieren wollt. Ich gucke jeweils drauf, dass der Fadenverlauf auch so ein bisschen stimmt. Das heißt, der geht bei mir so und dann habe ich hier oben den Verschluss. Könnt ihr das immer noch so ein bisschen zurechtziehen. Bei mir hat es im Moment hier eine Falte, aber die werde ich dann nachher eh noch korrigieren. Aber dadurch, dass ich das jetzt einmal drauf hatte und das könnt ihr auch einmal festdrehen, sehe ich dann den Abdruck, wo das landen wird, damit ich weiß, wo ich meinen Spruch draufbringen will. Und ich lasse da am Rand auch immer ein kleines bisschen Überstand, weil ich mache das dann so, dass ich das nicht knapp abschneide, sondern ich werde das dann hinten festkleben. Das heißt, das kommt dann hinten, biege ich das hier so rein und klebe das hier fest. Ich merke gerade, dass ich noch ein bisschen zu weit bin. Ich muss da noch ein bisschen mehr reingehen, damit ich dann genug Platz habe, um die Kante herum zu falten. So passt das. Wunderbar. Dann weiß ich, hier will ich jetzt mein Design aufbringen. Ich nehme dafür kurz mein Hitzekissen und die Mini-Heatpress. Geht gerade am einfachsten, aber dann nehmt ihr einfach die Heatpress, die ihr zur Verfügung habt und während die da aufwärmt, ich da kurz ein bisschen drüber, um diese Falte rauszubekommen. It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath. So, dann kann ich meinen Spruch eben genau in diesem Kreis drinne platzieren. Und dann das Ganze festmachen. Ihr könnt sowas natürlich auch mit Screen Printing machen. Auch das ist eine Variante. Ich wollte es heute einfach mit Flexfolie machen, weil gerade so auf dem Canvas sieht es garantiert ganz cool aus. Meine Folie ist ein warm oder kalt abziehen, das heißt, bei mir spielt es keine Rolle. Und ihr könnt das jeweils angucken, wenn ihr so über die Folie drüber guckt und die Struktur vom Material erkennt, dann wisst ihr auch, dass das genug gut haftet. So, dann kann das wieder auf den Rahmen drauf.
Und jetzt gucke ich natürlich, dass ich das schön in der Mitte habe und den Rahmen oben, die Öffnung quasi hier oben habe. Und dann könnt ihr das hier oben schon festmachen. Und jetzt kann ich das ringsherum so abschneiden, dass ich immer noch genug Überstand habe, damit ich das hier also innen drin noch festkleben kann. Ihr könntet das auch direkt am Rahmen abschneiden. Ich finde es einfach jeweils nicht so schön, weil man dann von der Seite quasi den überbleibenden Stoff sieht. Deshalb schneide ich das hier so ab und klebe das dann fest. Und das Festkleben mache ich jeweils gerne mit der Heißpistole oder dem Heißleim. Und so haben wir das schön quasi auch von der Seite versteckt und das hängt dann auch schön gerade an der Tür oder war auch immer ihr etwas anbringen wollt. Das muss ja nicht ein Türschild sein, das könnt ihr mit x verschiedenen Sachen machen und damit Flexfolie quasi eine Verzierung drauf machen. Ich habe den Rahmen so belassen, wie er ist. Ihr könnt es natürlich auch beizen oder anfärben. Was auch immer ihr gerne machen wollt. Und dann könnt ihr, wenn ihr Lust habt, das Ganze noch ein bisschen weihnachtlich gestalten. Ich habe hier so eine kleine Schlaufe drauf gemacht, plus noch so ein paar Kugeln mit Heißkleber drauf. So, jetzt ohne Heißkleber. Und na, das ist oben nur mit einem Punkt befestigt, von dem her und einem Metallfaden die Kugeln. Das heißt, ich kann das nachher, wenn die Festtage durch sind, das auch wieder wegnehmen und was anderes damit machen. Also hier, ne? Je nachdem, was euch gefällt. Ihr könntet sowas ja auch ohne Kugeln, das muss ja auch nicht unbedingt an die Tür, sondern ich kann mir auch gut vorstellen, dass es cool aussehen würde, wenn man ein paar davon macht und die dann an der Wand anreiht mit so coolen Sprüchen drauf. Das fände ich auch ganz cool und eben auch in der Größe, das ist eher ein kleinerer Rahmen, da könnt ihr natürlich auch größer gehen. Aber das war das, was ich euch heute zeigen wollte, nämlich wie ihr eben so einen aus einem Stickrahmen auch ein kleines Türschild machen könnt. Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen und ihr habt Lust, es selber auszuprobieren und natürlich auch, dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald!